Freunde, es geht wieder auf Reise. Ich habe meine Schlafsachen jetzt schon fast bereit. Ich mache mich gerade bereit. Es gibt wieder ein kleines Uncut-Video. Ich gebe euch alle Informationen, was es hier so Neues gibt. Und normalerweise ist Mittwoch der Tag für die Uncut-Videos. Eine Neuigkeit ist, dass ich jetzt schauen muss, wie ich den YouTube-Content weiter kreiere. Ihr kriegt auf jeden Fall noch ein Video pro Woche mindestens. Aber ich will jetzt echt besser geschnittene Videos machen. Ich finde es geil, der eine Kommentar von Tree Surfer, dass es aufgefallen ist bei meinem Waldbrandvideo über die portugiesischen Waldbrände. Da habe ich mir jetzt viel mehr Mühe gegeben beim Schnitt. Und so will ich das auch zukünftig machen. Zum Thema Waldbrände. Ich fahre jetzt übrigens dort auf das Gebirge da hinten. Das ist das Serra Estrela Gebirge, das höchste Gebirge Portugals. Und man darf schon wieder Lagerfeuer machen. Ich hatte gestern ein Lagerfeuer. Ich wurde bei Freunden eingeladen zum Abendessen. Das heißt, dieser Bereich wird dann bald auch wieder benutzt. Ich freue mich richtig, dass die Feuersaison jetzt wieder angefangen hat. Das heißt, wahrscheinlich werden wir nächste Woche hier einige Bäume fällen und daraus Bretter herstellen. Ich habe ja hier jetzt schon einen Gast, schon seit 3 Wochen ist er jetzt schon hier. Er hat jetzt die ganze Zeit hier in einem Zelt gelebt. Ich finde es immer noch so geil. Und er ist so ein fleißiger Mensch. Hier hat er viele Töpfe. Wir werden hier jetzt wahrscheinlich die Tage dann Kaktus von ihm hier pflanzen. Und das Zelt ist jetzt frei. Ich hätte morgen eigentlich einen neuen Gast bekommen, auch ein YouTube-Zuschauer. Ich denke mal, du schaust das Video. Ich habe noch nicht auf deine E-Mail geantwortet, auf die Stornierung, aber mach dir da keine Sorgen. Dein Zelt wäre jetzt frei und ist immer noch frei. Also wenn du spontan noch Lust hast zu kommen, dann kannst du auch nächste Woche kommen. Aber ja, auch das Thema Airbnb. Ich war jetzt für den Oktober ausgebucht. Beziehungsweise jetzt kam eine Stornierung rein, was mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gefreut hat, weil ich wollte heute eine Freundin besuchen und dann wäre das ein bisschen stressig für mich gewesen, jetzt heute noch abzufahren und morgen dann alles bereit zu haben. Aber hier auch schon mal ein Einblick, was sich alles erwartet. Ich habe hier jetzt alles vorbereitet. Das ist mein Outdoor-Badezimmer und schaut mal, kann man sich hier die Hände waschen. Wir haben hier einen Duschkopf. Wir haben hier einen Duschkopf und hier zum Popo putzen noch ein Bidet und hier die Toilette. Hier haben wir schon mal ein Pflanzloch vorbereitet, da wird dann ein Baum gepflanzt und richtig, richtig geil. Kann ich euch auch mal ein bisschen zeigen, was mein Gast hier so die ganze Zeit macht. Also grundsätzlich, falls auch irgendjemand von euch hat Interesse hat, mich zu besuchen, die Anzahl limitiere ich jetzt auf maximal 4 bis 5 Personen, die hier sind, sonst wird es mit dem Wasser zu knapp. Ich habe nicht so viel Wasser. Und ja, mit ihm läuft es jetzt so extrem geil. Also wie gesagt, jeder, der hierher kommt, ich habe hier keinerlei Erwartungen. Ihr könnt hier einfach herkommen, sag mal, euer Leben chillen oder euer Leben abrackern. Weil wir haben jetzt schon mit dem Food Forest mehr oder weniger angefangen. Hier sollen Terrassen entstehen. Hier hat er schon Bohnen ausgesät. Das ist so geil. Hier hat er ein kleines Kartoffelfeld gemacht. Hier haben wir Terrassen schon mal vorbereitet. Sieht man das hier? Das hat alles er ganz alleine gebaut, ohne dass ich ihn darum gefragt habe oder sonst was. Also richtig geil. Hier ist jetzt unsere Toilettenreste, kommen jetzt hier rein und Essensreste. Und da bin ich jetzt mega gespannt, weil das will ich eigentlich schon noch gerne dieses Jahr haben. Ihr seht hier das ganze Holz. Das waren die Schnittreste, wo sie damals den Eukalyptuswald gerodet haben. Und jetzt sieht man hier zum Beispiel, hat er schön die Äste langgelegt. Das sind die sogenannten Hügelkultur-Swales. Das heißt, man vergrabt erstmal dicke Äste, dann macht man Laub und Äste drüber und ganz am Ende dann Erde. Und dort sammelt sich dann richtig gut die Feuchtigkeit. Weil hier soll dann ein Teich entstehen. Auch mit dem Hügelkultursystem. Das ist aber richtig viel Arbeit noch. Aber wir sind gerade auch dabei, den Boden kennenzulernen. Da, wo wir jetzt Kartoffeln und Bohnen ausgesät haben, scheint richtig gute Erde zu sein. Und dieser flache, unbebaumte Bereich, das soll dann ein richtiger Garten sein. Man sieht, da ist voll Sonne. Hier, wo ich jetzt gerade laufe, werden wahrscheinlich Nussbäume dann gepflanzt. Eine Stufe unten drunter dann Obstbäume, dann der Garten. Und da, wo das ganze Eukalyptus wächst, dort ist dann Bauholz und heimische Bäume wie die Korkeiche. Große Mutterbäume, die die Flüsse mit Wasser versorgen.
weil wie ihr ja hoffentlich aus, weiß nicht mehr wie das der Titel von meinem Video war, gelernt habt, Flüsse entstehen durch Bäume. Wenn ich hier fließend Wasser haben will, dann muss ich an der Strömung Bäume pflanzen. Die Bäume saugen zum einen das Wasser aus dem Untergrund auf, bringen es hoch, verschwitzen es dann und dann kommt es über die Luftfeuchtigkeit wieder auf den Boden. Und hier schaut euch diesen dicken Stamm an. Den habe ich damals alleine nicht gestemmt bekommen. Jetzt sind wir zu zweit und wir haben gerade eben darüber geredet, was wir damit machen. Und wir werden wahrscheinlich dann bald hieraus wahrscheinlich Bretter machen. Das müssen wir uns noch überlegen. Und ich zeige euch jetzt nicht allzu viel, weil er richtet sich jetzt gerade hier ein. Der Platz oben ist ja dann für Airbnb und für, ich sag mal, Kurzzeitgäste, die nur ein paar Wochen bleiben. Weil uns ist aufgefallen, da oben hat man nicht so viel Privatsphäre. Weil wenn ich mir einen Kaffee mache zum Beispiel oder was esse, dann gehe ich da hin. Das war der Bereich, wo ich vor 1,5 Jahren gelebt habe. Da wollte ich hier eine Outdoor-Küche hinbauen und habe das dann alles aber abgesagt und habe es oben gebaut. Und ja, ich zeige euch das jetzt nur von hier. Das wird jetzt sein neuer Bereich. Und dann kann er sich dann auch sehr gerne austoben. Das macht er auch. Ich zeige euch nur mal grob, wie er hier auch schon Terrassen gebaut hat. Das ist so, so geil. Da hat er einen Avocado-Baum gepflanzt. Ich finde das einfach so, 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 so geil. Und die nächsten Gäste sind übrigens auch schon auf dem Weg. Kaya und Eugen. Da werdet ihr dann wahrscheinlich auch hier auf dem Kanal zu sehen sein. Da bin ich mal gespannt. Die fahren mit dem Fahrrad von Deutschland zu mir. Ich glaube, in Holland sind sie gerade. Und das heißt, da habe ich dann 2 weitere Mitbewohner hier, die wahrscheinlich auch länger bleiben und die sich dann auch hier austoben können, sich hier Freiheit aufbauen können und so weiter. Also ein neuer Lebensabschnitt hat hier auf jeden Fall begonnen und ich muss sagen, ich genieße es auch so extrem. Ich weiß noch, ich habe euch das halbe Jahr lang voll geheult, wie schlecht es mir geht, wie hart das Leben ist und so weiter. Und es war auch definitiv das härteste Jahr meines Lebens. Und jetzt genieße ich einfach alles. Ich arbeite jetzt auch im Healing Center. Das war auch so ein, ja, schon fast wie so ein Traum, bei so Healing Retreats mitzuarbeiten. Und auch ja, mit Gästen, Touristen, deren ihre Euphorie immer mitzuerleben. Das ist schon sehr, sehr schön. Weil, ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ihr könnt wirklich an den schönsten Ort leben, wo ihr wollt. Wenn die Menschen drumherum nicht schön sind, dann gewöhnt ihr euch dran. Kann man hier mit der Aussicht, das seht ihr jetzt gerade nicht so. Aber ich merke das, wenn ich eine schlechte Zeit habe in meinem Leben, dann läuft man mit Kopf unten und guckt nur auf den Boden. Und dann kannst du im Paradies leben, wo du willst, wenn es dir emotional nicht gut geht. Und endlich geht es mir wieder emotional gut. Da bin ich jetzt echt erfreut. Und ich fange auch schon langsam mit dem Hausbau an. Ich habe heute im Community-Tab eine Umfrage gemacht, welches Thema euch am meisten interessiert. Und genau, ich hatte einmal die Elektro- und Wasserversorgung. Jetzt habe ich hier eine Zufahrt gebaut, damit ich Materialien für mein Haus transportieren kann. Und ja, das wird auch ein sehr, 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 sehr spannendes Thema, vor allem jetzt durch die Waldbrände. Ja, haben sich die Ämter bei uns gemeldet und wollen sich das alles ein bisschen genauer anschauen, was wir hier so machen und so weiter. Das heißt, das wird nicht leicht, das alles komplett hundertprozentig legal zu machen. Ich bin da schon mal auf 25 Quadratmeter Raumfläche beschränkt, aber Terrassen kann man so groß bauen, wie man will. Das heißt, meine aktuelle Idee ist es, ein 25 Quadratmeter Haus zu machen mit einer größtmöglichen Terrasse. Da habe ich schon mal ein paar Sachen hergebracht. Ich finde es mega geil, dass ich jetzt so nah an mein Land mit dem Auto komme. Und ich habe es euch schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt habe ich mich wirklich entschieden. Hier kommt mein Haus hin. Übrigens, ich habe das im Video vergessen zu sagen, falls sich jemand gewundert hat, wegen Waldbrandschutz, wenn man Bäume beschneidet, diese Äste an dieser Tanne, die schneidet man eigentlich auch ab. Ich will dort einen Hühnerstall hinbauen, deswegen habe ich die dran gelassen.
Hier habe ich jetzt schon mal angefangen, das Land zu reinigen, Feuerschutz zu machen. Und hier ist es richtig schön flach. Das heißt, hier will ich eigentlich gar nichts machen, das lasse ich so. Und hier kommt das Haus hin. Und ja, und dann schaut euch die Aussicht an. Jeden Morgen aufstehen, Serra Estrella, dort fahre ich jetzt dann gleich hin. Und das heißt, dieses Jahr muss ich gucken, wie weit ich komme. Ich will auf jeden Fall das Fundament fertig machen. Und wie ihr wisst, ich will hier ohne Zement arbeiten. Ich will hier wirklich nur mit Holz und höchstens Metall. Aber ich selbst Holznägel habe ich schon geerntet und gemacht. Also das Haus wird dann so eine Art Fachwerkhaus. So der erste halbe Meter wird dann aus Steinen, Natursteinmauer. Und auf dieser Natursteinmauer sitzt dann das Gerüst, das heißt die Holzbalken mit geflochtenem Material dazwischen, wo dann Lehm mit Stroh rankommt und so dann auf 2,50 Meter hochbauen. So aktuell der Plan. Es kann auch sein, dass wenn ich nicht genügend große Steine hier finde, dass ich ein halbes Earthbag-Haus, ein halbes Lehmhaus baue. Das heißt, dass ich das Fundament, die halbe Meter Steinmauer, dann nicht aus Naturstein mache, sondern aus Sandsäcken und da dann außen Lehm dran. Und für nächste Woche habe ich auch schon die erste Mission. Wie gesagt, jetzt kann man wieder Bäume fällen. Die Regenzeit bzw. Herbst hat ja jetzt am 21.09. begonnen. Das heißt, ich will richtig viele Bäume fällen. Ich habe letzten Winter, ich glaube, nur 3 Bäume gefällt und diesen Sommer schon allein fürs Dach brauche ich bestimmt 50. Ihr seht hier, da darf ich mir leider kein Holz nehmen. Aber rein vom Gesetz her, zum Feuerschutz, müsste man das eigentlich alles reinigen. Und das Ding ist, das gehört einer staatlichen Organisation. Ich würde die Lieben gerne fragen, ob ich mir die ganzen dünnen Bäume rausholen kann, weil das ist ideales Dach. Das sind auch tote Bäume. Ich weiß gar nicht, ob ich mich einfach so bei toten Bäumen bedienen darf. Aber die Straße, 1 Kilometer weiter unten, da ist ein riesentoter Wald. Da darf ich mich frei bedienen. Und das werde ich auch machen. So viel Neues. Mal gucken, das nächste Video wird wahrscheinlich über die Elektrotechnik sein. Ich habe es geschafft, ein Gleichstromsystem zu machen. Das heißt, ich kann jetzt einen Rasierer, Laptop, alles ohne Wechselrichter betreiben. Und noch viel mehr spannende Sachen. Das Video ist gerade in Bearbeitung, im Schnitt. Und das kommt dann wahrscheinlich nächstes Wochenende, denke ich mal. Dann hoffe ich, euch hat das Update gefallen. Hinterlasst gerne ein Like. Bis bald, euer Robin.